denkmalgeschützte Häuser, historische Anwesen, aber völlig zerfallen. Das Immobilienunternehmen namens Dolphin versprach, daraus werden mal Schmuckstücke, die sich richtig rentieren. Und mit diesem Versprechen hat Dolphin bei Anlegern Millionen eingesammelt. Viele der Häuser sehen immer noch so aus. Ja, und die Anleger, die sind fassungslos. Wie diese Frau aus Großbritannien. Es macht mich so wütend. Es fühlt sich an, als ob jemand mit Absicht mein Geld gestohlen hat. Ja, Wut und Frust, darüber haben wir im Dezember berichtet. Jetzt zeigt sich, der Skandal ist wohl noch größer als angenommen. Mittlerweile hat sich das Unternehmen umbenannt in German Property Group und ist seit Mitte 2020 pleite. Das Insolvenzverfahren läuft. Ja, und die große Frage ist, wo ist das Geld geblieben? In diesen Akten könnten sie stecken. Die Hinweise darauf, wohin hunderte Millionen Euro verschwunden sind. Diesen Spuren muss Justus von Buchwald nachgehen. Als Insolvenzverwalter der German Property Group will er für die Gläubiger herausfinden, was von ihrem Geld noch übrig ist. Wo ist der Euro eines Anlegers in England eigentlich geblieben? Also in welcher Immobilie befindet sich dieser Euro? Das können Sie mit normalen Mitteln eigentlich gar nicht nachvollziehen. Das heißt, die Geldströme sind völlig intransparent? Völlig intransparent, ja. Seit 2 Jahren recherchieren wir, Reporterinnen und Reporter von NDR, BR und SZ, zu den zweifelhaften Geschäften der German Property Group, ehemals Dolphin Trust. Das Geschäftsmodell klang vielversprechend. Bei ausländischen Anlegern, besonders aus Großbritannien und Asien, sammelte Dolphin Geld ein. Mit dem Geld sollten denkmalgeschützte Immobilien in Deutschland erworben und dann renoviert weiterverkauft werden. Das sollte den Anlegern Renditen bis zu 15% einbringen. Gesteuert wurde die Gruppe jahrelang von Charles Smethurst. Er steht im Zentrum eines riesigen Netzes von rund 200 Unternehmen, bei denen am Ende eine Firma jeweils eine Immobilie besitzt. Charles Smethurst teilt uns dazu mit, dass diese Struktur üblich und verbreitet wäre. Das Brisante, durch eine dieser Firmen sollen rund 3 Milliarden Euro geflossen sein. Woher kam das Geld? Wohin ging es? Vieles ist noch unklar. Charles Smethurst streitet die Zahlungsströme ab. Was wir wissen ist, dass diese Milliardenbeträge als Geldfluss irgendwo vorhanden gewesen sein müssen. Doch wo steckt das Geld der Anleger heute? Wir finden zwar Immobilien, die Dolphin angekauft hat, doch saniert wurde vielerorts wenig bis nichts. So wie hier das Schloss Dwarsiden auf Rügen. Dann bekommen wir plötzlich neue Hinweise aus Irland. Dave Coleman ist Anwalt und vertritt irische Anleger, die bei Dolphin Geld investiert haben. Er will uns brisante Dokumente zeigen. Hier stapeln sich rund 40 Kisten voller Unterlagen, die zu einer irischen Dolphin-Gesellschaft gehörten und in seine Hände gelangten. Unsere Firma wurde von einem Gentleman angerufen, der diese Dokumente eigentlich vernichten sollte. Es gab ein Problem mit seiner Bezahlung, also hat er sich den Inhalt dieser Boxen genauer angesehen. Er hat dann gemerkt, dass es darum Dolphin geht. Es erschien ihm nicht richtig, die Akten zu schreddern. Deshalb hat er uns angerufen und uns angeboten, die Kisten in Verwahrung zu nehmen. Das haben wir dann auch gemacht. Seit mehreren Wochen arbeitet er sich mit seinem Team durch die Unterlagen. Sie machen dabei einen interessanten Fund. Kontoauszüge einer Firma mit dem Namen DT Cayman, Sitz auf den Cayman Islands in der Karibik. Kontrolliert wird die Gesellschaft bis heute von Charles Smethurst. Er bestreitet aber, dass DT Cayman jemals ein Konto besaß und es Zahlungen gegeben habe. Auf diesen Kontoauszügen bei der britischen Lloyds Bank sieht es aber so aus, als wäre Geld von Anlegern direkt auf ein Konto der DT Cayman geflossen. Ich habe erst damit angefangen, die Akten durchzugehen. Aber was ich jetzt schon sehen kann, ist, dass innerhalb eines kurzen Zeitraums von nur 3 Monaten insgesamt 7 Millionen Euro von Irland auf die Cayman Islands überwiesen wurden. Insgesamt wurde wohl noch viel mehr Geld auf die Cayman Islands überwiesen, viele Millionen Euro.
Bedeutet das, Anlegergeld ist gar nicht in deutsche Immobilien geflossen, sondern vorher abgezweigt worden? Dave Coleman versucht, die Geldflüsse nachzuvollziehen. Wo ist das Geld hin? Nach unseren Recherchen ist offenbar vieles einfach verbrannt worden. So soll viel Geld in Geschäften von Smethursts Frau verschwunden sein. Sie sagt, die seien nicht zu beanstanden. Und es wird noch absurder. Das Geld von Immobilienanlegern floss offenbar auch in das Geschäft mit Heizkraftwerken, die Holz verbrennen. Wohl ohne Wissen der Anleger. Und warum Heizkraftwerke? Also. Warum Heizkraftwerke, ja. Diese Anlage im thüringischen Meuselwitz soll Charles Smethurst vor rund 6 Jahren über eine Tochterfirma erworben haben. Mehrere hunderttausend Euro sollen geflossen sein. Doch statt Geld zu verdienen, floppte auch dieses Geschäft. Nach unseren Recherchen sind insgesamt mehr als 1 Million Euro in das Geschäft mit den Kraftwerken gepumpt worden. Was passiert jetzt mit Charles Smethurst? Er lebt bis heute in einem Dorf in Niedersachsen. Gegen ihn ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Hannover wegen des Verdachts des Betrugs und der Insolvenzverschleppung. Eine Mammutaufgabe für die Staatsanwaltschaft. Wir haben 6.000 Aktenordner digitalisiert. Bei den Durchsuchungen im März kommen noch mal 24 Umzugskartons mit Aktenordnern sowie digitale Medien hinzu. Wir werden für die Auswertung dieser Unterlagen noch bis weit ins Jahr 2021 benötigen. Charles Smethurst ist weiter auf freiem Fuß, denn er kooperiert mit der Staatsanwaltschaft. Nach unseren Recherchen zeigt sich Smethurst auch Anlegern gegenüber reumütig. In einem Brief vom Dezember 2020 gibt er zu, dass er noch Geld eingeworben habe, als klar war, dass dies nicht mehr vertretbar gewesen sei. Charles Smethurst lässt viele Fragen von uns unbeantwortet. Begründung: laufende Ermittlungen. Bis klar ist, wohin das Geld der Anleger verschwunden ist, dürften wohl noch viele Jahre vergehen. Wir sind eins. ARD.